Ich weiß nicht, wem ich das hier schreibe und warum überhaupt. So oder so ist das das Ende der Welt und jeder weiß vermutlich eh, was ich zu sagen habe. Aber trotzdem fühle ich mich, als müsste ich das jemandem erzählen. Also, alles begann mit leichten Erschütterungen unter dem Erdboden. Niemand hat dem Beachtung geschenkt, erst recht nicht in seismisch aktiven Regionen. Die Leute dachten, das wären ganz gewöhnliche Erdbeben. In den Nachrichten wurde darüber berichtet, aber das hat niemanden interessiert. Meine Eltern, ich war damals 12, waren unter den wenigen, denen das Sorgen bereitet hatte, aber dazu später mehr. Innerhalb eines Jahres wurden die Erschütterungen immer stärker und regelmäßiger. In einigen Gebieten entwickelten sie sich zu ernstzunehmenden Erdbeben, die in Städten und Dörfern viel Schaden verursachten. Und noch schlimmer, dadurch wurden inaktive Vulkane aufgeweckt. Die ganze Welt war plötzlich in Aufruhr. Die Wissenschaft berichtete viel über den Klimawandel und den Fußabdruck des Menschen, aber es war offensichtlich, dass niemand wirklich eine Antwort kannte. Es wurde auch nicht besser. Je mehr Monate verstrichen, desto kraftvoller und öfter traten Erdbeben und Vulkanausbrüche auf. Zu Beginn wurde nur über eine große Naturkatastrophe pro Monat berichtet, doch 2 Jahre darauf waren es schon 4 Katastrophen auf der ganzen Welt innerhalb derselben Zeitspanne. Sogar eigentlich unbetroffene Regionen hatten jetzt mit Beben und Tsunamis zu kämpfen. Die Menschen versuchten sich damit zu arrangieren, doch alles geschah viel zu schnell für uns. Alles, was uns übrig blieb, war, sich damit abzufinden, stets bereit zu sein, unsere Häuser zu verlassen und um unser Leben zu rennen. Die Menschheit hat aufgehört, große, robuste Wohnblöcke zu bauen und konzentrierte sich auf leichtgewichtige 3D-gedruckte Häuser. Die konnten zwar schnell zerstört, aber auch schnell wieder aufgebaut werden, was von Vorteil war. Luxusgegenstände haben rapide an Wert verloren, während elektronische Geräte und Überlebenstools preislich in die Höhe schossen. Menschen fingen an, das wertzuschätzen, was sie hatten, und vor allem ihre Mitmenschen. Die Nachbarn halfen sich gegenseitig aus und ganze Städte vereinten ihre Kräfte, um starke Gemeinschaften aufzubauen und sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Und das Schlimmste traf früher ein, als wir erwartet hatten. Eines Tages bebte die ganze Erde durch ein massives Erdbeben. Wir dachten, das wäre das Ende der Welt, weil der Boden stundenlang bebte. Es schien kein Ende zu nehmen. Und dann kamen Berichte über die atlantische Küste. Der Ozean hat sich zurückgezogen und hinterließ gewaltige Schwaden nackten Sands und Korallen. Forschungsteams machten sich mit Helikoptern auf den Weg, um nach Antworten zu suchen. Und was sie herausfanden, war verheerend. Mitten im Atlantik gab es einen riesigen Whirlpool, 100-mal größer als der größte bekannte Krater auf der Erde. Das Wasser vom Ozean floss in diesen gewaltigen Strudel, als hätte jemand den Stöpsel gezogen. Um etwas genauer zu erklären, was passiert ist, die tektonischen Platten unterhalb des Atlantiks rissen auseinander und formten eine riesige Kluft im Erdboden. Kochendes Magma trat aus, wurde aber sofort von der Wasserflut gelöscht, die in den Abgrund brauste. Das ging so schnell, dass der globale Meeresspiegel innerhalb weniger Stunden sank. Dieses Ereignis bezeichnete man als den großen atlantischen Grabenbruch, aber das sollte erst der Anfang sein. Mit den immer häufiger auftretenden Erdbeben und Vulkanausbrüchen haben sich die Windmuster auf der ganzen Welt verändert, was zu massiven Wirbelstürmen führte. Es schien, als hätte sich die Erde gegen die Menschen aufgelehnt. Aber wie ich vorhin schon sagte, waren meine Eltern die Leute, die sich darum sorgten. Und sie mussten die Antwort kennen. Sie waren Geologen bei der Internationalen Raumfahrtbehörde, die trotz aller Geschehnisse eifrig weiterforschte. Und meine Eltern waren auch diejenigen, die zum schrecklichen Entschluss kamen. Aus irgendeinem Grund begann die Erde an Größe zuzunehmen. Das hat alles erklärt. Die nie endenden Erdbeben wurden durch die Verschiebung tektonischer Platten verursacht. Magma wurde vom Erdmantel nach oben in die Kruste geschossen und hat sich dort entladen, wo es am sinnvollsten war. In Vulkanen. Und das hieß auch, dass es noch mehr solcher Ereignisse wie der große atlantische Grabenbruch geben würde, nur noch fataler. Nach einem weiteren Jahr sind wir in die Raumfahrtbehörde gezogen, zusammen mit den Familien der anderen Arbeitnehmenden und Forschenden.
Die Gebäude waren so gebaut, dass sie alles aushalten würden. Wir waren also vor dem Horror auf der Welt sicher. Wir nahmen so viele Menschen wie möglich auf, aber der Platz reichte natürlich nicht aus. Wir mussten Millionen Menschen mit ihren eigenen Geräten zurücklassen und konnten nur hoffen, dass sie es schaffen würden. Zu der Zeit hat die Wissenschaft errechnen können, dass die Erde schon um das anderthalbfache ihrer Größe zugenommen hat und so wie es aussah, wuchs sie exponentiell. Noch ein Jahr in unserem Bunker und der Erddurchmesser hatte sich nochmals verdoppelt. Grabenbrüche noch größer als die im Atlantik tauchten an verschiedensten Orten der Welt auf und sorgten für Chaos. Jeder lebte nun unter der Erde, wo es relativ sicher war. Das Kommunikationsnetzwerk zwischen den Kontinenten ist zusammengebrochen und alles, was wir von über der Erde lernten, erfuhren wir durch Forschungsexpeditionen. Der Planet war übersät von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tsunamis und Wirbelstürmen. Und zwar täglich. Das Leben auf der Erdoberfläche war unmöglich. Aber genau dann kam das Ermittlungsteam zusammen mit der Forschung und dem Ingenieurswesen auf die Lösung, nach der sie die letzten 5 Jahre gesucht hatten. Sie nannten es den Ark. Verschiedene Teams arbeiteten an riesigen Raumschiffen, um die menschliche Rasse zusammen mit den überlebenden Tieren, Fischen und Insektenspezies im Falle einer Implosion der Erde zu evakuieren. Und dann kam, was jeder befürchtet hatte. Alle in dem Gebäude, inklusive mir und meiner Eltern, wurden in eine gigantische Halle gebracht, in der einer der Arks bereitstand. Alle anderen Leute des Kontinents, die es schaffen konnten, waren auch da. Uns wurden ID-Karten überreicht, damit wir an Bord gehen konnten. Jede Person wurde einer anderen Kapsel zugeteilt, in der sie während der gesamten Reise überwintern konnte. Wir wurden als die Kolonisten bezeichnet, als die Pioniere der Weltraumbesiedlung. Die Reise ging auf den Mars. Und jetzt bin ich hier und schreibe das alles. Wir konnten auf den Ark steigen und wurden in den Winterschlaf versetzt. Als ich aufwachte, waren wir schon mitten in der Landephase. Ich erspare euch mal die Details über das Terraforming und wie wir unser neues Zuhause aufgebaut haben. Zuerst trugen wir alle spezielle Anzüge, die mit Sauerstofftanks ausgestattet waren. Aber schon bald bauten wir eine Kuppel mit künstlicher Atmosphäre und gestalteten einen Lebensraum für uns und für die Tiere, die wir mitgebracht hatten. Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Wir fühlen uns auf dem roten Planeten schon fast wie zu Hause. Rot ist er übrigens nicht mehr. Überall haben sich Wälder und Städte ausgebreitet. Der Mars ist inaktiv, das heißt, es gibt weder Erdbeben noch Wirbelstürme. Das Leben hier ist sehr friedvoll, wenn auch recht anstrengend, weil es noch viel zu tun gibt. Und während all der Zeit, die wir hier verbracht haben, sahen wir unsere Erde wachsen und wachsen. Zuerst konnte man sie am Nachthimmel kaum erkennen, doch nach und nach wurde sie immer ersichtlicher, bis sie eines Tages auch mit bloßem Auge erkennbar war. Heute ist sie so groß wie der Erdmond damals und auch am helllichten Tag kann man sie sehen. Die Sonne ist von hier aus viel kleiner, als wenn man sie von der Erde betrachtet hatte. Unser Heimatplanet ist jetzt vermutlich also größer als sein Stern. Durchs Teleskop können wir seine Oberfläche erkennen, geprägt von Landnarben und Rissen, größer als der Grand Canyon. Es gibt keine Seen und Meere mehr und die Kontinente sind weit auseinandergedriftet. Die einst einladend grüne und blaue Welt ist jetzt eine karge Einöde, die unter Feuer und Schwefel steht. Die Sonne hilft da auch nichts. Als die Erde noch klein war, konnte sie im Sonnenlicht und der Wärme baden und Leben entstehen lassen. Jetzt, wo die Erde 100-mal größer ist, verbrennt die Sonne die Erdoberfläche und alles, was von der Atmosphäre übrig geblieben ist. Aber selbst das ist noch nicht alles. Mit der Größe ist auch die Anziehungskraft gestiegen. So groß und massiv wie die Erde geworden ist, ist sie mit dem Mond kollidiert und frisst ihn förmlich auf. Die Venus, die der ursprünglichen Erde ähnlich sah, ist auch ihrem Schicksal geweiht. Und die Erde selbst? Sie bewegt sich langsam in Richtung Sonne. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Erde zuerst die Venus und den Merkur konsumieren wird, bevor sie unter der Hitze der Sonne vollständig verbrennt. Wow, ich hoffe, das werde ich nie mit eigenen Augen sehen müssen.